Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei eurem Rio mit einem neuen Projekt und zwar Bioshock Infinite. Ja, ich hatte mal wieder Lust auf ein ziemlich klassisches Projekt, also einfach ein, ja, simples Spiel mit einer schönen Storyline. Und da mir Bioshock die ersten beiden Teile ziemlich gut gefallen haben, Bioshock 1 ich sogar mal ganz kurz an LP't habe, sage ich mal, damals noch auf den TGN-Kanal, habe ich mir gedacht, wäre das ein ganz cooles Spiel, was ich mal so zwischenschieben kann, was ich mal einfach so wieder frei von der Leber runterzocken kann. Und ja, ich freue mich schon richtig drauf. Ich würde sagen, wir starten gleich mal los. Wahrscheinlich kommt jetzt irgendwas Trailermäßiges. Wir machen natürlich ein neues Spiel. Ich habe es bisher auch noch gar nicht angezockt oder sowas. Wir spielen auf normal. Ich weiß nicht, ob man es im Spiel umstellen kann, deswegen bleiben wir mal auf normal. Ich stehe ja nicht so drauf, wenn es dann so Passagen im Spiel gibt, die sich dann langziehen wie ein Kaugummi, zumindest wenn es ein Projekt ist und ich das mit euch zusammenspiele. Aber jetzt geht's los. Viel Spaß mit dem Trailer. Ich denke mal, dass jetzt ein Trailer kommt. Ich weiß es ja nicht. Oh, da ist was. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Der Geist der Testperson wird verzweifelt versuchen, Erinnerungen zu erschaffen. Es ist so schnell. Ihr könnt selber lesen, denke ich. Küste von Maine, 1912. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen. Die Mouse Sensitivity ist gerade ein bisschen sehr hoch. Irgendwie war die Menü sehr niedrig. Ich drehe sie wieder mal runter. Rudern. Blöd. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Was ist das? Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach, sonst kommen wir nie an. Nein, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hey, ihr seid so eine Meckerziegen, was mir gerade auffällt. Irgendwie ist es sehr still, obwohl wir uns auf offenem Ozean befinden. Hier wären wir. Das ist sehr merkwürdig, aber ansonsten stürmische Nacht. Naja, gut. Sind wir da? Auf die Leiter steigen. Soweit ich weiß, beginnt mit Infinite auch eine komplett neue Storyline. Ich hab mich tot. Wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Ihr seid wenigstens darin sind wir uns einig. So ein Ehepaar, ehrlich. Hey, wartet hier jemand auf mich? Was haben wir denn hier? Das hoffe ich doch sehr. Silver Eagles. Ein sicherer Ort, um zu stranden. Ist das Feuerwehr? Vielleicht ist ja drinnen jemand. So, ja, soweit ich gehört habe, beziehungsweise es verstanden habe oder kapiere oder vermute oder was auch immer, beginnt mit Bioshock Infinite eine komplett neue Storyline, also die nicht im direkten Zusammenhang mit Bioshock 1 und 2 steht. Wir klopfen gleich mal an die Tür, ich will gucken, ob es hier noch was gibt. Silver Eagle, das Fass können wir durchsuchen. Silver Eagle Dose Burner, ja, nehmen wir alles mit. Wunderbar. Okay. Ach, Bioshock, die ersten Teile fand ich super. Klopfen wir doch mal nicht mal. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Booker DeWitt heißen wir also. Of thy sins shall I wash thee. Okay. Sollen wir uns da waschen mit? Ich guck erstmal, ob es hier noch irgendwas gibt. Das sieht nicht so aus. Da hinten ist eine Truhe. Da hat's doch geglänzt. Ein Correction-Glas. Eine Dose Bohnen. Was haben wir hier? Nichts. Nichts. Okay. Oh, so sehen wir aus. Schmucker. Normaler. Ja, eigentlich ein relativ... Viel Glück damit, Kumpel. Sah aus wie ein relatives Durchschnittsgesicht. Was steht da? From Sodom Shalali Sea. Ist jemand da? Hallo? Müsli und nochmal ein bisschen Geld. Okay, die Währung heißt Silver Eagle. Telefon. Was ist hier eigentlich gerade los? Ja. Super, er hat nicht mal gesprochen. Es kam einfach nur kein Signal.
So. Hier haben wir nichts weiter. Ich glaube, wir müssen einfach nur hochgehen. Viel mehr gibt es ja hier nicht. Diese ganzen Pamphlete, die an den Wänden hängen, auch sehr stimmig gemacht. What the fuck? Wer bist du denn? Scheiße. Oh, fuck it. Wir nehmen erstmal das Geld, ne? Bevor wir uns um dich kümmern. Was steht da? Don't disappoint us. Was? Ich will mir die Waffe nehmen. Ich krieg jetzt hier gerade ein bisschen, Zustände. Super. Naja, gut. Da ist noch so ein Pamphlet. In New Eden Soil shall I plant see. Ach ja. Die ganzen Pamphlete hier, aber sehr, sehr stimmig. Also muss man schon sagen. Glöckchen läuten. Aber mit was denn? Warte mal, haben wir denn... Wie kommen wir denn ins Inventar erstmal? Moment mal, diese Karte. Ah, guck mal. Okay. Da sind Symbole drauf. Die Symbole haben wir uns auch auf der Karte markiert. Und das müssen wir einmal läuten. Das zweimal. Und das zweimal. Wir gucken nochmal... Was in aller Welt? Ach, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Währung. Was passiert hier gerade? Was zum Teufel ist hier los? Wow, wo ist denn die Treppe hin? Was leuchtet? Achso, das ist der Leuchtturm. Wo ist denn die Treppe auf einmal hin? Ach, die ist abgesperrt. Das Gitter ist auf einmal hier. Ja, nee, ist klar. Oh, schön. Ein elektrischer Stuhl. Vermutlich nur für uns. Okay. Sogar ich zum Festketten. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Ja, na, selbstverständlich. Sieht total vertrauensselig aus. Wir setzen uns einfach mal rein. Müssen wir ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Jetzt macht's gleich Klack. Jawohl, war ja klar. Mach dich bereit, Pilger. Die Brücke dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das heißt nichts Gutes. Nein, die Waffe. Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Aufstieg. Wow. Aufstieg. Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. Bis zur Unendlichkeit. 10.000 Fuß. 15.000 Fuß. Halleluja. Boah, Wahnsinn, sieht das geil aus. Was? Ich werde mal ganz kurz die Musik... Oh, fuck. Ey, die Menüsteuerung, die ist so... Ich muss die Musik ein bisschen lauter machen, weil... Auch wenn ich die später nachregeln muss, ich möchte, dass ihr es auch ein bisschen lauter habt dann. Für mich werde ich die wahrscheinlich auch mal ein bisschen lauter machen. Wow, es geht... Ach, nee. Oh, ich dachte gerade, wir stürzen ab. Boah, ich liebe ja dieses Steampunk-Setting. Ich meine, das war den ersten beiden Teilen auch schon etwas vorhanden, also eigentlich ziemlich stark. Aber, ja, da gab es ja nicht diese ganze Luftschiffe, es war ja alles unter Wasser. Diese ganzen abgedrehten Steampunk-Apparillos, so wie die hier, ja. Das ist so Steampunk. So geil. Oh, sind wir scheinbar auf irgendeinem Landepot oder sowas angekommen? Na, ich bin gespannt. Oh, die Lichteffekte. Why should he send his savior unto us? If we will not raise him. Ich kann das alles gar nicht lesen. Es ist viel zu schnell. And so we deserve not his mercy. He has led us to this new Eden. A last chance for the redemption. Das war's. Ja, basiert übrigens auf der Unreal Engine. So vielleicht mal als kleiner... Infobrocken zwischendurch. Für jeden, der sich fragt, man, wie haben die das geile, die geile Grafik dahin gezaubert? And the prophet shall lead the people to the New Eden. Und in New Eden sind wir, glaube ich, gerade angekommen.
Welcome. Darf ich aufstehen? Ja, danke. Danke, danke. Die Musik. Das ist ja mal echt. So, war der... Finde einen Weg in die Stadt. Ja, liebend gern. Der Anfang war mal ziemlich random mit diesem streitenden Ehepaar auf dem Boot. Mit N die Navigation. Ah, nice. Das ist sehr geil. Sowas finde ich ja prinzipiell ganz gut. Ich bin ja, irgendwie mit den ganzen neuen Spielen eher zu einem Gamer der faulen Sorte mutiert. Und ich mag Pfeile und Hinweise, wo ich lang muss. Mich frustriert das, wenn ich lange suchen muss. Okay, wir können auch sprinten mit Schiff. Da müssen wir lang. Nö, ich will jetzt aber hier lang gehen. Ich will erstmal hier gucken, was es da gibt. Entschuldigung, wo bin ich hier? Unter dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Wahnsinn, sieht das geil aus. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Ich liebe diese Lichtstimmung. Der Spross des Propheten. And in my womb shall grow the seed of the prophet. In ihrem Magen. Haben wir hier noch irgendwo Geld? Geld, Geld. Voxophon. Ach ja, Audiologs. Jetzt könnt ihr zum Beispiel mal schnell in die Tasten tippen. Soll ich jedes Audiolog, was wir finden, abspielen und derweil die Schnauze halten? Soll ich dabei weiterlaufen? Und so weiter und so fort. Ich werde dieses Audiolog jetzt auf jeden Fall erstmal abspielen. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Wozu bräuchte man Vergebung? Gott, siehst du aus, hast du dich im Bettlaken gehüllt. Ja, wie gesagt, wenn ihr die Audiologs weiter hören wollt, das war jetzt mal kurz ein Vorgeschmack, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr der Meinung seid, ich solle das lieber ausblenden, beziehungsweise sie später vielleicht mal in einem Special alle nacheinander abspielen. Können wir das auch tun? Du siehst ein bisschen sehr merkwürdig aus. Siehst du aus wie so ein Typ, der an der Tür steht, klingelt, sagt, ich bin von Zeugen Jehovas, möchte über Gott sprechen und die schickt man dann wieder weg. Nicht sehr vertrauenswürdig. Zumindest nicht, wenn du so gekleidet bist. Jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung. Und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und seht, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug. Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns, angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn? Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt. Seid ihr alle scary? Der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Ja. Das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ich bring's hinter mich. Komm und werde ge- Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Warum hat er so fahle Augen? Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. What the fuck ist mit dir los? Sieht kräftiger aus, als er ist. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Da ist eine Polizeimarke. Ach, jetzt komm schon. Was wollt ihr denn jetzt von mir? What? Du
Also man erkennt auf jeden Fall einige Parallelen zur Geschichte vom Bioshock 1. Da gab es ja auch so ein... Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Da gab es ja auch so einen sich selbst ernannten Propheten. Wo ich bin. Dieser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf das sie die Luft umso mehr lieben. Ja, also sieht schon wahnsinnig gut aus und an der Stelle würde ich sagen, der du den Delaware überquertest, mit flammendem das, Schwert auf Engels. War mal ein schönes Intro und an der Stelle werde ich mich mal von euch verabschieden und ja, hoffe euch hat es soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Rio, ciao.